Willkommen zu einer weiteren Folge vom Lego City Undercover Let's Play. Oh, jetzt müssen wir hier rüber. Da, oh, ist da ein Verbrecher drin? Das wären dann zwei. Das ist richtig. Da ist Nummer 3. Bleibt nur noch der Anführer. Halt! Ihn zu schnappen wird wohl schwieriger. Warum geht's dir her? Ich glaube, man soll den nicht hören. Das nenne ich eine Aussicht. Oh shit. Hier kommst du nicht rüber. Ich kann auf dem Dach eine Person erkennen, die womöglich der Kopf der Verbrecherbande ist. Sie scheint jemandem zuzuwinken. Du musst dir schon mehr einfallen lassen, um mich aufzuhalten. Ach, warum habe ich nur die Klappe so weit aufgerissen? Moment! Jetzt schickt sich doch jemand der Lego City Polizei an, hier mitzumischen. Und es sieht nach einer Verhaftung aus. Für Sie vor Ort, Conrad Peters von dem... So, auf geht's. Was? Wie? Wo? Wie? Was? Hilf mir! Sonst falle ich! Ich habe eine Frau und zwei Goldfische! Und zwei Goldfische. Sag, für wen du arbeitest. George! George! Vater! Benson? Barry? Komm schon! Ich kann nicht! Der nimmt mich auseinander! Okay! Ich arbeite für Rex Fury! Rex? Wo ist er? Keine Ahnung. Er meldet sich nur per Telefon. Und wer weiß es sonst? Oha. Was weiß ich? Vielleicht Blue. Er ist im Albatros-Gefängnis. Geh zu ihm, aber lass mich bloß nicht fallen. Ja, toll. Wir sind einfach die Hände abgerissen. Du scheinst ja gut informiert zu sein. Naja, ich schnapp das eine oder andere auf. Na, jetzt wohl nicht mehr. What the fuck? George Vater Bensonberry? Hey! Den Typen gibt's wirklich. Lange nicht gesehen, Dave. Haha. Freigeschaltete Parcours, okay. Warum ist alles blau außer das Schild, das ist grün, hä? Juckt mich nicht. Im Fernsehen gesehen? Sahst etwas blass aus. Hast du was rausgefunden? Ja, muss ins Albatros-Gefängnis. Hast du eine Ahnung, wie ich da hinkomme?
Der Chief wird das nicht gerne hören. Er hat die Ausbruchsakte bereits geschlossen. Und wenn er davon nichts erfährt? Keine Ahnung. Ich frag ihn mal. Warte. Gibt es vielleicht einen Weg, ohne dass der Chief davon erfährt? Okay, stimmt. Einen Weg gibt es. Zuerst musst du auf die Fähre am Steg hinter der Polizeistation. Und dann? Sagst du dem Chief nichts davon? Du... Danke, Frank. Wir sehen uns später. Okay, viel Glück. Und wenn du Ellie siehst, grüß sie von mir. So. Bluffbeard! Chase McCain! Oh nein, der Typ wieder. Wir haben uns doch heute Morgen gesehen. Ah, das ist 6 Stunden her. Was machen Sie denn hier? Ich wollte mal was anderes machen. Ich bin jetzt Captain der Fähre und bringe kleine und große Halunken rüber zum Albatross-Gefängnis. Oh. Super, die Fähre. Aber wo ist sie? Hab sie versenkt. Du kannst mir nicht zufällig eine neue bauen, oder? Ah, jetzt habe ich genug gesammelt. Jetzt können wir eine Fähre bauen. Da liegt Geld. Warum? Gut bei mir. Komm an Bord. Wir segeln zum Albatross-Gefängnis. Okay. Vielleicht schaffen wir es diesmal sogar. Ich bin ja despawn gefühlt, bevor ich überhaupt fahren kann. So. Oh. Nur dass sie nicht gestorben sind direkt. Er schläft mit offenen Augen. Wie gut, dass man das Thema Sicherheit hier ernst nimmt. Dann lasse ich mich wohl mal selbst rein und suche Blue. Das ist auch ein sehr gesichertes Gefängnis. Perfekt. So.
Ja, das ist ja wirklich ein Fremdwort. Sollte man hier nicht her? Ja, ist egal, Leute. Ich werde dann jetzt die Folge beenden. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Wenn ihr nicht abonniert habt, würde es mich freuen, wenn ihr abonniert und die Glocke aktiviert, dann werdet ihr für weitere Videos benachrichtigt. Und dann sage ich ciao.